Moin und hallo beim Filmfest Bremen. Mein Name ist Susanne. Und ich bin Eugene. Wir sind vom Indie Film Talk Podcast und begrüßen heute das Team oder einen Teil vom Team von Haus Kummerfeld. Haus Kummerfeld ist eine Serie, aber gleichzeitig auch ein Film jetzt gerade geworden mit einem echt extrem interessanten Intro, wie ich finde. Aber darauf gehst du gleich nochmal ein. Ich würde euch mal fragen, wie seid ihr denn zu dieser Geschichte gekommen? Und wie kamt ihr darauf, die Geschichte zu erzählen von Dichterinnen, eigentlich basierend auf Dichterinnen aus dem 19. Jahrhundert, so eine Art? Bevor ich das aber mache, natürlich brauchen wir auch noch ein paar Namen hier, wer hier sitzt natürlich. Und dementsprechend erzähle ich kurz, wer hier sitzt. Einmal die Lotte Ruf, ne? Sie ist Produzentin, und der Fabian Nolte. Ne, der ist Schauspieler, er hat den Butler gespielt, und natürlich auch die Dame, die Luisa gespielt hat, das ist die Milena Straube. Ne. Luise. So, ja, habe ich den Fehler gemacht, super. Die Luise Straube natürlich, vielen Dank für den Hinweis. Genau, dann nochmal zurück zur Frage, genau, wie kam denn die Geschichte zu euch? Ich glaube, da muss man bei Marc Lorey, unserem Regisseur und dem Erschaffer von Haus Kummerfeld, anfangen. Marc ist von Haus aus eigentlich Historiker, hat aber immer Filme gemacht neben seinem Geschichtsstudium, und hat vor, ich glaube es ist schon 4, 5 Jahre her, hat er einen historischen Kurzfilm gedreht und da bei der Recherche ganz viele Autorinnen gefunden und deren Biografien, alle so in den 1880er Jahren, und ja, als erstes hat er natürlich Annette von Droste-Hülshoff gefunden, die meisten wahrscheinlich kennen, aber auch ganz viele unbekannte Autorinnen, die einfach ein großartiges Werk geschaffen haben, aber dadurch, dass sie eine Frau waren, das nie veröffentlichen konnten oder unter männlichem Pseudonym veröffentlicht haben und es halt nie, ja, zu großem Ruhm geschafft haben, obwohl sie wirklich großartig geschrieben haben. Und davon inspiriert hat er die Geschichte um Luise von Kummerfeld entwickelt. Spannend, spannend. Und ihr habt ja so eine Art Mixtur aus einer alten Geschichte, die modern erzählt wurde, gemacht. Ne? Also die Musik ist sehr modern, das Bild ist 4:3. Wie kam es zu der Idee, dass man das halt so mixt, so mischt, zusammenmischt? Also uns war von Anfang an klar, dass wir keinen altbackenen Historienfilm drehen wollen, sondern das Ganze sehr modern erzählen wollen, auch um so ein paar Parallelen zur Jetztzeit aufzuzeigen, weil es ja immer noch ein Thema ist, dass Frauen nicht so erfolgreich sind wie Männer und das auch immer wieder auch nicht sein können. Und halt diese historische Geschichte so ein bisschen in die Jetztzeit zu holen, war die Grundidee. Und es war uns aber trotzdem wichtig, dass es sozusagen inhaltlich, also nicht inhaltlich, sondern vom Setting her historisch korrekt ist. Und dann dachten wir uns ja, dann brechen wir aber in den Stilmitteln, brechen wir das auf und tun moderne Elemente wie eben Splitscreens, die Musik und ein krasses Grading da drauf. Historisch steigt ihr ein mit diesem wunderbaren Stillleben, wo wir die ganzen fruchtigen Leckereien sehen, die total vor sich hingammeln, also irgendwie nicht so wirklich herumgereicht werden können, sondern da vor sich hin vegetieren. Wie habt ihr das umgesetzt? Also tatsächlich rein technisch, wie viel Zeit muss man dafür in Anspruch nehmen? Und was waren vielleicht auch eure Assoziationen zu dem Stillleben und der Geschichte, die ihr erzählt? Also der ganze Prozess hat, glaube ich, 6 oder 8 Wochen gedauert. Wir haben das Stillleben in einer Garage aufgebaut, 4 Kameras drumherum, die alle auf Zeitraffer gestellt waren. Nee, das war in Hennings altem Kinderzimmer. Ja, stimmt. Im alten Kinderzimmer unseres Kameramanns haben wir dieses Stillleben eingerichtet. Es hat auch fast einen Tag gedauert, bis das alles auch wirklich aussah wie ein Stillleben. Ja, und dann haben wir einfach 6 Wochen gewartet, hin und wieder geguckt, ob die Kameras noch laufen. Und der Geruch danach war dementsprechend. Ich wollte gerade sagen, die Eltern haben sich bestimmt gefreut. Großkino sollte mal wieder geben. Ne? Ja, also es war eine Herausforderung, aber es hat sich auf jeden Fall gelohnt. Und gibt es bestimmt... Ich finde, das Intro ist so... erzählt so viel generell über Haus Kummerfeld und die ganze... unseren ganzen Arbeitsprozess, weil das ist ja so, es hat irgendwie so was hart Dekadentes und komplett Eskalierendes.
dass man irgendwie so 6 Wochen lang in einem Zimmer Obst verfaulen lässt und das dann filmt. Das finde ich irgendwie, weißt du, ein sehr haptischer, sehr sinnlicher Moment, der irgendwie extrem weird auch ist. Und das passt irgendwie zum Esprit von Haus Kummerfeld, finde ich ganz gut. Von der Familie, weil sie einen ähnlichen Lebensstil führen oder so auftreten? Oder was meinst du genau? Ja, und auch die Art und Weise, wie wir gearbeitet haben, das war halt alles so, wir waren dann schon irgendwie so ein Haufen an sehr kreativer Menschen, die sich in diese Sache so komplett reingeworfen haben. Leute können auch ein Liedchen von singen. Also es waren sehr lange Drehtage bei irgendwie 40 Grad. Diverse kleine Tierchen, die uns da attackiert haben. Also wenn ihr, wie heißen diese nochmal? Eichenprozessionsspinner. Genau, solltet ihr die sehen, rennt weg um euer Leben. So. Wir haben so ganz kleine, feine Härchen, ne? die entzünden sich dann oder so, wenn man da reintritt. Ja. Gut für die Maske, ne? Da muss sie einiges abdecken. Ich hatte so ein Kostüm, wo meine ganze Haut bedeckt war, deswegen habe ich nicht so gelitten, aber ich glaube, alle anderen am Set haben sehr. Also die Crew hat sehr gelitten, weil es war halt wirklich, es war Juli, super heiß. Man hat sich eigentlich bemüht, so wenig wie möglich anzuhaben, sodass man noch raus kann. Und dann diese Tiere, die man kaum sieht. Und nach einer halben Stunde merkt man aber so, dass man überall diese Härchen hat. Und nach einem Tag sind das so schöne rote Pusteln. Und irgendwann habe ich dann eine Vorratspackung Antiallergikum gekauft für die ganze Kuh. Also es war echt eine kleine Tortur. Ich wollte gerade fragen, weil irgendwie, ich weiß ja, auf den ganzen ostfriesischen Nordseeinseln gibt es diese Tierchen auch. Und ich glaube, es gibt kein richtiges Mittel dagegen. Man darf nicht rauftreten. Das ist das Einzige, was du tun kannst. Ja, das Schlimmste ist halt, dass die in den Bäumen sind und so runterrieseln. Also man entkommt dem gar nicht. Und um diese schönen Schlösser stehen halt immer so tolle Eichenalleen, wo sich der Eichenprozessionsspinner halt sehr wohl fühlt. Und dann am vorletzten Drehtag war die Motivgeberin, ach, hatte ich das nicht erwähnt? Und ich war so, nein, danke. Überraschung. Willst du noch deine Frage stellen? Also nicht die Frage zum Motiv fragen. Ja, genau, das habe ich auch gedacht. Bitte, bitte, geh zum wunderbar großartigen Motiv. Ich meine, ihr habt ja wirklich echt ein schönes Schloss gefunden, was ihr da als Grundlage genommen habt. Und da wäre überhaupt die Frage, wie habt ihr das gefunden? Wie seid ihr da rangekommen? Waren es mehrere Schlösser? Oder genau, wie seid ihr da vorangegangen? Also insgesamt waren es 4 Schlösser, die wir zu 2 zusammengeschnitten haben. Und es ist alles im Münsterland gedreht. Und man muss wirklich sagen, das Münsterland hat so unfassbar viele Schlösser. Also beim Location Scouting war es wirklich so, dass wir aus dem einen Schloss raus sind und das nächste schon gesehen haben. Mhm. Und es ist unfassbar schön da. Also es ist einfach ein Traum. Und wir hatten das Glück, dass wir zum einen auf Burg Hülshoff drehen durften, wo Annette von Droste-Hülshoff wirklich gelebt und geschrieben hat. Und die Bibliothek, in der wir Luise sehen, ist auch die Bibliothek von Annette von Droste-Hülshoff. Und da, also die Burg wird vom Center for Literature, ich sag jetzt mal, verwaltet, oder die sitzen da. Und die konnten wir als Co-Produzent gewinnen. Und ich glaube, die waren auch sehr froh, ihre Bibliothek mal in einem Film zu sehen. Ja. Wie kann man sich das vorstellen? Man weiß ja, ein Filmteam in einem wunderbaren großen Haus. Was musstet ihr beachten? Gab es auch Besonderheiten, zum Beispiel aufgrund der Technik, dass ihr nicht alles so andoggen konntet und euch den Strom ziehen konntet, wie ihr das brauchtet? Also was musstet ihr noch an extra Equipment und Gedanken mitbringen, damit das auch alles funktioniert vor Ort? Erstmal einen Haufen Tennisbälle für die ganzen Stative. Das war, glaube ich, das absolut Wichtigste. Mhm. Und wir haben, also ich habe mit unserem Oberbeleuchter Luca Reppenhorst auch schon in der Vorproduktion viel gesprochen, dass wir sehr viel mit LED und mit Akkus arbeiten, dass wir einfach nicht so viele Kabel legen müssen und nicht so viel Strom ziehen und das Ganze auch recht klein halten, weil man auch schlecht von draußen leuchten kann, weil draußen halt ein Burggraben ist. Mhm. Also das, bis man dann wieder ans Land kommt, sind dann schon ein paar Meter. Und das hat ganz gut geklappt. Ja. Ansonsten, die Ausstattung ist da halt immer so vorher, ich weiß nicht,
zwei Tage oder eine Woche durchgelaufen und ich war ganz begeistert. Noch so ein bisschen höher setzen, noch, damit wir deine Stimme gut hören können. Also die Ausstattung ist vorher durch diese Schlösser mal durchgelaufen und ich war ganz begeistert. Man kommt da hin und alle Heizungen sind weggebaut und überall, also das ist ja, diese Schlösser sind ja auch renoviert worden irgendwann mal und modernisiert und ich glaube, dass Schloss, was auch Haus Kummerfeld ist am Ende, wie heißt es? Haus Wellbergen. Haus Wellbergen. Das ist auch ein Tagungszentrum, wenn ich das richtig verstehe. Oder da kann man, da stehen auf jeden Fall viele Betten, da kann man auch dann. Also da kann man sowohl Seminare geben, Hochzeiten feiern. Die haben oben aber auch 10 Gästezimmer, was ganz toll war, weil wir 10 Tage wirklich im Schloss gewohnt haben. Das war ich war sehr neidisch, weil die Schauspieler durften dann ins Hotel, aber so richtig. Also, der coole Ort, das Schloss. Ja, es wurde immer erst spannend, wenn wir gefahren sind. Du, wir haben einfach nur bis Mitternacht weitergearbeitet und hart gearbeitet. Intensive Besprechungen in der Küche gehabt und so. Also es war ganz langweilig. Also genau, was ich sagen wollte, man sieht auf jeden Fall, dass diese Schlösser auch berührt wurden in den letzten 100 Jahren und das musste alles wieder weggearbeitet werden. Und das war ein Wahnsinn. Wir haben Steckdosen abmontiert und den Türspion abgeklebt. Und also es war wirklich sehr, sehr viel Arbeit. Alarmanlagen rausgehalten und sowas. Oh ja. Und zwei Heizungen, noch als kleiner Funfact, auf Burg Hülshoff, zwei Heizungen haben wir so gut verkleidet, dass es keiner gemerkt hat und wir haben es einfach vergessen. Und Wochen später ruft mich jemand vom Museum an, dass wir leider was vergessen haben. Aber es ist denen auch wochenlang nicht aufgefallen. Von daher war es gut versteckt. Wenn wir da zu den Rollen kommen, finde ich auch spannend. Luise ist ja auch eine spezielle Rolle. Ich glaube, ist jetzt nicht die typische, ist vielleicht falsches Wort, aber die eine vielleicht auch eine einfache Rolle. Wie hast du dich denn, Milena, darauf vorbereitet? Und was hat dich da besonders gereizt an dieser Rolle? Gereizt an der Rolle, so wie sie geschrieben war, aber auch so wie Marc sie sich gedacht hatte. Mhm. Also das Gute war, dass wir mit Marc, obwohl wir uns davor nicht kannten, recht schnell auf einer gleichen Welle waren und irgendwie ein gleiches Gefühl für Luise hatten. Und daran gereizt hatte mich, dass ich das Gefühl habe, dass ich mit ihr alles machen darf, was ich will eigentlich. Ich darf alles anbieten und irgendwie wird's passen und das war auch dann tatsächlich so. Deswegen habe ich bei der Rollenvorbereitung das Gefühl gehabt, ich bin komplett frei. Mhm. Und es kam auch so ein bisschen, weil ich komme ursprünglich vom Theater und so von der Spielart oder so oder von der Körperlichkeit zum Beispiel. Ich bin ein sehr bewegter Mensch und das hatte ich irgendwie den Eindruck, darf ich da halt sein? Ich bin in einem Korsett und in diesen historisch sehr akkuraten Kostümen, die irgendwie eine bestimmte Haltung vorgeben. Aber ich kann halt trotzdem mich bewegen und lebendig sein. Das war irgendwie. Und weil, aber da, das ist auch das, was Marc wollte. Ich liebe historische Kostüme und Filme. Das ist irgendwie mein Guilty Pleasure. Und gleichzeitig frage ich mich aber auch immer, warum sind die Menschen da die gesamte Zeit, auch wenn sie nicht nur in Gesellschaft, sondern halt auch wenn sie alleine sind, immer so extrem steif und extrem kontrolliert in den Körpern. Und ich kann es mir irgendwie nicht vorstellen, dass das immer so war. Und da wollte ich halt eben mal so eine andere Frau zeigen. In Luise vereinen sich ja mehrere eben der eher unbekannten Autorinnen, die eben zu ihrer Lebzeit geschrieben haben und unter falschen Namen, unter männlichem Namen veröffentlicht haben. Wie hast du dich auf diese verschiedenen Frauen vorbereitet, die du vereinst? Hast du verschiedene Sachen gelesen, die von ihnen geschrieben wurden? Oder wie hast du dich da inspirieren lassen? Gute Frage. Nee, habe ich tatsächlich für Luise nicht. Weil ich beim Skriptlesen oder in der Vorarbeit, weil ich habe ein Jahr davor erfahren, dass ich die Rolle spiele und hatte dementsprechend ein Jahr, mich auf sie vorzubereiten. Und das ist eine sehr lange Zeit für uns, weil wir meistens, also so viel Zeit haben wir meistens gar nicht. Und dementsprechend habe ich das mehr so gemacht, wie bewegt sie sich, wie denkt sie, was für Gedanken hat sie, wenn sie auf Männer trifft oder wenn sie isst, was ist,
Wie könnte ihr Alltag aussehen? Das waren viel mehr Gedanken, die ich hatte, als was ist mein Text zum Beispiel, den ich schreibe, weil den hat Cecilia Roesky so gut geliefert, dass ich keine anderen Inspirationquellen brauchte. Die hat irgendwie Texte geschrieben, die so mit, ich weiß auch nicht, mit meinem Wesen, was ich mir da vorgestellt hatte, so gut zusammenpassten, dass ich mir da keine anderen Inspirationsquellen raussuchen musste. Dann vielleicht die Frage auch an Lotte. Was war eure Motivation zu sagen, wir nehmen uns eine Persona, die diese Frauen vereint und nicht eine Einzelne, deren Lebensgeschichte wir erzählen wollen? Also zum einen hätten wir jetzt eine Person genommen und deren Leben erzählt, wären wir inhaltlich ja sehr gebunden gewesen. Und wir wollten jetzt nicht eben eine Lebensgeschichte erzählen und da immer noch was dazu dichten. Aber diese ganzen Schicksale haben auch so viel gemeinsam, dass sie eine sehr gute Grundlage für eine neue Figur bilden. Und es war auch einfach in der Recherche diese Vielzahl an Autorinnen, die es gibt oder gab. Damit hatten wir überhaupt nicht gerechnet, dass da so viele Biografien irgendwo schlummern. Und also ich glaube, zum einen hätten wir uns nie entscheiden können, welche wir jetzt nehmen. Und ja, auch dieses Schicksal quasi auf eine zu reduzieren, wäre der Sache, glaube ich, nicht gerecht geworden. Fabian, wie war es denn für dich als Butler? Weil bei dir hat man ja auch in deinem Charakter oder in der Rolle des Butlers auch gemerkt, in dir brodelt auch etwas. Aber man, ja. Du hast es immer so in diesem, weil Milena gerade so schön Korsett gesagt hat, in diesem Korsett hast du das nicht rauslassen dürfen irgendwie. Wie war es denn für dich, diese Rolle? Schon. Man muss sagen, ein großer Vorteil da ist, dass dieses Kostüm sehr, sehr viel macht auch. Also man kann nur in einer gewissen Weise stehen. Man ist auch irgendwann ehrlicherweise angenervt von dieser ganzen Kleidung und so. Man braucht auch sehr lange da, um sich das alles irgendwie anzuziehen und so. Und das macht schon viel. Und in der Vorbereitung hat viel geholfen. Es gibt so sehr schöne so Literatur, es gibt so kleine Büchlein aus der Zeit für Butler, wo drin steht, wie man Silberlöffel poliert, wie man Leute ankündigt. Das hat es dann später auch in die Serie geschafft. Also wenn ich jemand von höherem Stand ankündige, dann sage ich was anderes, als wenn ich jemanden von niedrigem Stand ankündige. Weil wenn ich zum Beispiel den Doktor, der niedrigen Stand hat, dann sage ich, er wünscht seine Aufwartung zu machen. Mhm. Bei höherem Stand... ich melde untertänigst Veit von Kummerfeld, sagst du einmal. Es ist jetzt schon ein paar Jährchen her, dass ich diesen Text gelernt habe. sowas steht da zum Beispiel drin. Das sind Sachen, die... also dieses Büchlein, worauf ich mich da beziehe, das hat lustigerweise unsere Kostümbildnerin Emily Schumann gefunden in der Vorbereitung, weil es da auch viel um wie ziehe ich mich an, Kleidungspflege und sowas geht. Und dann hat sie uns ein Bild davon geschickt. Ich habe mir das auf Amazon geholt und dann habe ich es gelesen und da viel schon mal rausgezogen. Mhm. Und der Rest war dann, wir hatten ein sehr, sehr schönes Wochenende bei unserem Regisseur Marc, der uns wo wir dann irgendwie da auch im Münsterland, auch auf dem Schloss, so viele Gespräche geführt haben über diese Rolle. Und wo er uns auch einen Crashkurs Kaiserreich gegeben hat, den ich aufgesogen habe in mich und von dem ich bis heute zehre und wo ich sehr lange Monologe noch drüber halten kann, über Kaiser Wilhelm und was er so gemacht hat. Ja, weil Marc hat immer seine historischen Monologe und so, begonnen mit, das wird jetzt ein bisschen dröge, aber tatsächlich ist es unglaublich spannend. Also ich habe mich immer richtig auf diesen Moment gefreut, den er damit angefangen hat, weil er das auch so, ich glaube, anekdotisch erzählt hat, dass man, dass wir sofort ein Gefühl bekommen haben von dieser Zeit. Schade, dass Marc nicht da ist, dann hätten wir ihn gleich mal fragen können. Aber vielleicht das würde Stunden dauern. Die Zeit hätten wir uns einfach genommen, wir hätten ja jetzt auch noch ein bisschen länger Zeit. Gerade weil Marc nicht da ist, Lotte, wie seid ihr zusammengekommen? Wie habt ihr euch kennengelernt, um dann gemeinsam dieses Projekt zu realisieren? Das ist schon eine ganze Weile her. Das war so im Herbst 2018. Ich habe an der FH Dortmund Film und Sound studiert
Und Marc war dort im Master als Gasthörer, ursprünglich mit dem Gedanken, dort Haus Kummerfeld zu drehen, und war auch auf der Suche eben nach jemand für die Produktion. Und eigentlich war es ganz simpel, er hat meinen Professor gefragt, wer gut in Produktion ist, und er war so, hier, nimm sie. Und ähnlich wie bei Milena ist so Historienfilm und Kostümfilm mein absolutes Guilty Pleasure. Und im Prinzip hat er nur gesagt, ja, ich will einen Historienfilm drehen, suche jemanden für die Produktion. Ich war so, okay, wann? Da hatte ich schon gehabt. Eigentlich ja. Ja, also ich wollte das schon immer mal machen, und dann dachte ich, ich kann mir diese Gelegenheit jetzt nicht durch die Finger gehen lassen. Und ja, da haben wir uns ein paar Mal getroffen, auch auf dem Schloss. Auch, ich glaube, auch eines meiner allerersten Meetings war auch direkt mit dir und Julius zusammen. Ja, wo stimmt. Wir, das zweite Meeting war direkt Social-Media-Strategie, die dann auch von Anfang an irgendwie, ich glaube, sie stand vor dem Drehbuch. Weit vor dem Drehbuch. Ja. Also und, das war, wurde auch immer sehr viel mitgedacht, so Social-Media und ja. Verwertung. Was ja wichtig ist, ne? Heutzutage besonders, Audience-Building, ein wichtiges Thema, um auch die Filme halt am Ende an den Mann zu kriegen oder an die Frau zu kriegen. Ich hätte noch zwei Fragen. Eine wäre eben, ihr habt gerade angedeutet mit Social Media, ihr habt eine Webserie gemacht daraus. Wieso eine Webserie und wieso nicht eben, wie jetzt am Ende sogar ein Film raus geworden ist, wieso habt ihr das nicht gleich als Film gedacht oder eben als eine Serie an den, ans Fernsehen gebracht? Also eine Idee dahinter war, auch, also wir haben auch nicht nur die Spielfilmfolgen produziert, sondern noch eine ganze Menge zusätzlichen Content, den Fabian auch als Hausdiener moderiert. Also wir haben quasi historische YouTube-Vlogs gedreht, wo der Hausdiener aus seiner Zeit heraus den historischen Kontext erklärt. Quasi Deutschlands erster Vlogger war ich da. Und genau. Weil das war irgendwie auch allen sehr wichtig. So ein Problem von Historienfilmen ist ja oft, dass die Figuren ihre Zeit erklären und sagen, es ist das Jahr so und so, wir machen sowas nicht oder sowas. Und das wollte Marc unbedingt verhindern. Und deswegen haben wir uns gedacht, diese ganzen Erklärstücke und das Einordnen, das, das sourcen wir aus auf so ein Vlog-Format, was dann im Kontext dessen stattfindet und wo auch wo die Rollen nochmal auftauchen, wo Milena nochmal auftaucht, wo Veit nochmal auftaucht, Dr. Büchner und so. Und wo ich aber als Hausdiener quasi so durchführe. Und dann gibt es so einzelne ja, Themen, so die, die Militärstrategie Deutschlands oder Frauen im Kaiserreich oder Medizin im Kaiserreich, sauspannend. So, also Sachen, die dann das, was wir da in der Serie sehen, nochmal irgendwie in Kontext setzen, ohne dass man es in der Serie erklären muss. Und genau, das sind so, das sind 6 Vlogs, glaube ich, geworden, die bis heute unter Verschluss sind und die keiner gesehen hat, außer denen, die es gedreht haben und Lotte. Ja. Was passiert damit? Kommt da was? Kommt die raus noch? Oder? Also, wenn unsere inzwischen ziemlich lange Festivaltour beendet ist, wollen wir Haus Kummerfeld noch komplett veröffentlichen und da werden dann auch die Vlogs mit veröffentlicht. Auch zusammen mit einer ganzen Menge Insta-Stories, die Luise und unser Hausdiener gedreht haben, wo wir auch ja, unsere Follower fragen, wie sie eigentlich ihr Tafelsilber putzen. Und, genau, wir haben dieses... Ich habe sogar ja. Welches zu Hause. Was? Tafelsilber. Achso, ich dachte die Vlogs. Das hätte mich jetzt interessiert, wie das passiert ist. Ja, oh, ein Leak. Ja, aber den Crashkurs kannst du dir hier abholen. Zum ja, wir haben eine Story gemacht. Wir tauschen uns gleich noch aus. Ja, wie gesagt, es ist ein bisschen her. Ich habe jetzt nicht mehr so viel Übung, aber vielleicht kann ich dir den ein oder anderen Tipp nochmal mitgeben. Wir haben auch das Kostüm von Butler vorbereitet. Das heißt, das kannst du dann gleich nochmal anziehen und dann das könnte uns zeigen. Das wiederum könnte ich im Schlaf inzwischen. Manschettenknöpfe und sowas perfekt. Ist drin. Nee, dann bedanken wir uns bei euch. Das war ein tolles Gespräch und ja, ein schöner Einblick in, die, in den Film. Ich sage mal in die Serie, in den Film und in die Serie auch auf der anderen Seite. Ja. Vielen Beides. Dank. Beides, ja. Danke euch. Danke Sehr euch. Gerne. Dankeschön.